So, ich fange, glaube ich, einfach mal an. Da kommen die Leute sicherlich noch nach. Das ist jetzt ein Vortrag, der wahrscheinlich ein bisschen aus der Reihe fällt. Da freue ich mich schon drauf, dass ich mal präsentieren kann, was wir Funkamateure denn mit der Microtik-Hardware so anstellen. Gut, also der Vortrag handelt sich hier darum, wie Microtiks Rolle eben in der Amateurfunkwelt genau ist. Mein Name ist Jan Troszewski, mein Rufzeichen ist DG8NGN und ich bin im Deutschen Amateur Radio Club. Da werde ich auch noch mal ein bisschen erläutern, was die so machen. Ja, unten links sieht man so ein bisschen die Karte, wo wir unsere Standorte so verteilt haben in Europa. Natürlich sind die nicht alle in Deutschland. Gibt eben auch noch andere Verbände in anderen Ländern, die hier aktiv sind in dem sogenannten Hemnet. Und mal so ein typisches Foto von so einem Beispiel wie unsere Linkstrecken gestalten und Nutzerzugänge aufbauen. Gut, mal kurz zu meiner Vorstellung. Wie gesagt, der Name ist Jan. Im Amateurfunkkreisen ist es üblich, dass man sich einfach mit Vornamen anspricht. Wer das gerne hier machen will, ist dazu herzlich eingeladen. Ich bin hier in unserem deutschen IP-Koordinationsteam für den Amateurfunk. Das heißt, wir vergeben die notwendigen Ressourcen für unser Netz. Zusammen mache ich das mit dem Egbert Zimmermann, die D9 QP, wo sitzt er denn? Hier drüben. Und Thomas Osterried, D9 SAU, hier drüben aus Berlin. Wir teilen uns ein bisschen so die Regionen auf. Ich bin zuständig für Region Süd und was man hier drüben so sieht in Farbe und den Buchstaben, das sind die sogenannten Distrikte, wie unser Amateurfunkclub eingeteilt ist. Dann bin ich noch der VHF-UHF Microwave Manager im DRC, das heißt, ich kümmere mich um alle Themen, die, sage ich mal, größer 30 MHz sind, was mittlerweile eher relativ viel ist. Und betreue da das Referat, habe da auch immer wieder Tagungen, wo ich die Experten dann einlade, um über die anstehenden Dinge zu sprechen. Ja, und beruflich, also ich bin jetzt nur hobbymäßig hier, beruflich bin ich bei Rohde & Schwarz, Systemingenieur für Spektrummonitoring-Systeme. Das heißt, im Prinzip bauen wir so Peiler auf und schauen, dass wir im Prinzip die Sachen, die ihr aufbaut, dann vermessen. Ob die auch richtig funktionieren. Machen natürlich meistens die Behörden dann. Gut, ein paar Fakten über den Amateurfunk. Man braucht also eine Lizenz, eine Genehmigung und dazu gibt es eine Prüfung. Die ist in Deutschland hier mit einem Multiple-Choice-Test realisiert. Man meldet sich dort an bei der Bundesnetzagentur. Gibt es das Down ein Formular, wo man sich dann zur Prüfung anmelden kann. Gibt zwei verschiedene Lizenzklassen, die Klasse A und Klasse E. So ein Entry-Level-License haben wir hier eben, die etwas weniger, die dürfen dann einfach weniger. Also weniger Leistung und weniger Frequenzbänder. Müssen dafür auch nicht so viel lernen. Ich habe damals 1997 noch meine Prüfung gemacht. Da musste man noch alles handschriftlich dann aufschreiben, so die Antworten. Das war alles noch ein bisschen anders. Ja, habe eben die Full License, darf auf allen Bändern, Frequenzbändern Betrieb machen und ja, habe da meinen Spaß dran. Ja, wie es hier schon steht, dass man Amateurfunk eben nur auf den Amateurfunkfrequenzen macht, ist irgendwie auch selbstverständlich und nicht auf anderen Frequenzen. Und das Besondere ist jetzt eben, dass jeder Funkamateur in der Welt sein eigenes Rufzeichen bekommt. In meinem Fall sind die ersten zwei Buchstaben hier für Deutschland. Gibt es noch andere Gruppen, die zu Deutschland gehören? Und DG8NGN ist eben das Rufzeichen, was ich von der Behörde dann zugeteilt bekommen habe. Darunter kennt man mich dann auch, wenn ich funke. Und Funkamateure sind eigentlich gewöhnlich immer unter uns. Ja? Also gerade wenn es hier so um technische Themen geht, ist es ganz, ganz natürlich, dass viele Funkamateure da sind. Wir haben ungefähr 2 Millionen Funkamateure weltweit, 70.000 davon hier in Deutschland. Und in den letzten Jahren steigen die Zahlen auch wieder wahrscheinlich so wegen der SDR-Geschichte. Ich habe hier auch so ein SDR gerade umhängen. Das ist nicht ganz EMV-kompatibel, aber zumindest kann man damit ganz lustige Sachen machen. Und an der Stelle bin ich jetzt interessiert, wer ist denn eigentlich alles Funkamateur hier in diesem Raum? Ja, dachte ich mir, dass da ein paar mehr Leute dabei sind. Sehr gut, das freut mich, dass ich auch ein paar Mitstreiter hier habe. Gut, Amateurfunk hat eben auch im jeweiligen Land dann eigene Gesetze. Dazu gehören eben Rechte und Pflichten. Was immer gerne herausgestellt wird, ist, dass man im Amateurfunk einfach alles selber bauen darf. Also wenn ich meinen Sender selber baue, dann
kann ich das nur dann machen und wirklich einsetzen, wenn ich eine entsprechende Genehmigung habe. Und in dieser Genehmigung wird ja auch bewiesen oder mit der Prüfung wird bewiesen, dass ich mich technisch auch auskenne, dass ich eben keinen Mist baue. Also wenn ich irgendwie Nebenwellenaussendungen oder sowas produziere, dann wissen die Funkamateure da schon Bescheid, weil das eben auch Prüfungsbestandteil ist. Also ganz wichtig, Homebrew, Selbstbau. Nächster wichtiger Punkt, das ist eben kein kommerzielles Gebiet. Ja? Also wir sind jetzt hier komplett hobbymäßig da und wir dürfen auch im Amateurfunk keinen Kommerz nachgehen in irgendeiner Form. Das heißt, es muss auch alles offene Sprache sein. Ich darf hier nicht irgendwie verschlüsseln oder so, sondern man kann eben auf die Frequenz mit reinhören und schauen und tun und gucken, was die Funkamateure da so machen, weil wir es ja nur hobbymäßig machen. Und Funkamateure müssen sich immer identifizieren mit dem weltweiten Rufzeichen, eben weltweit eindeutigen Rufzeichen. Das mache ich immer zu Beginn und Ende, wenn ich jetzt mich auf der Frequenz irgendwo treffe mit einem Handfunkgerät. Also Handfunkgeräte schauen so fast aus wie ein Telefon, nur dass da meistens noch so eine kleine Antenne raussteckt. Dann kann man reinquatschen und sich mit anderen Leuten eben unterhalten. Genau, da nehme ich normalerweise immer mein Rufzeichen, DG18N. Ich habe auch ein Ausbildungsrufzeichen, das heißt, wenn jemand Interesse hat, irgendwie mal zu funken, dann kann ich das auch im bewachten Betrieb machen. Ja, was machen wir so? Ein bisschen Space Communication auf der ISS, sitzen ein paar Funker rum. Also eigentlich jeder, der da hochgeschossen wird, der ist mit einer Funkamateurlizenz ausgestattet. Das heißt, die machen dann auch immer so Schulstationsversuche. Das Ding kommt ja alle 90 Minuten mal hier vorbei. Und da sind immer im Programm auch so Schulkontakte meistens geplant. Und auch automatische Stationen sind oben. Man kann dann gucken, wo das Ding gerade rumfliegt und auch seine eigene Position hochschicken. Die wird dann da oben wieder repeated oder umgesetzt und dort wieder abgestrahlt. Also da gibt es so Karten, wo man das dann nachschauen kann. Ist eine ganz lustige Spielerei. Ja, hier unten für Moonbounce, also wenn man sein Signal da irgendwie zum Mond raufschickt, mit bisschen Leistung und bisschen großen Spiegel in dem Fall. Also von den Gewinnen kann man nur träumen, glaube ich. Ich weiß nicht, was es ist, so auf 2,4 GHz, wie viel dB da rauskommen. Ich würde mal so schätzen 70 dB oder 60 bis 70 dB. Aber man muss halt auch irgendwie seine Entfernung zum Mond plus der Reflexion plus Weg zurück wieder überbrücken. Das braucht natürlich ein bisschen Leistung. Ja, und deswegen brauchen wir so große Antennen. Also in dem Fall ist er wirklich zu groß. Man sieht den kleinen Mann hier vorne stehen. Das soll nur ein Beispiel sein, wie extrem manche das Hobby ausführen, sagen wir es mal so. Es geht natürlich auch mit kleineren Mitteln schon. Also wenn man reinspricht, dann hört man sich nach 3 Sekunden halt wieder. Dann hier mal so das extreme Gegenteil, das ist Weak Signal Propagation Reporter, WSPR. Kommt mit ganz, ganz wenig Leistung, 20 dBm, also 100 Milliwatt. Kann man da wirklich schon super Entfernungen auf Kurzwelle dann überbrücken. Kurzwelle heißt ja, dass im Prinzip mein Signal von der Ionosphäre dann reflektiert wird. Deswegen geht es auch um die Erde rum. Und hier unten, das Bild habe ich jetzt hier für 14 MHz mal rausgenommen. Die Bandbreite ist eben 6 Hertz, also das ist ganz, ganz wenig. Aber man kann dann irgendwie über eine 2-minütige Aussendung dann das eigene Rufzeichen an den Standort irgendwie mitteilen und dann sieht man auch hier so in der Antarktis sitzt hier gerade unsere Forschungsstation DP0, ist auch wieder ein Rufzeichen aus dem deutschen Block für Extraterrestrial oder ich weiß nicht genau, jedenfalls Antarktik, hat eben ein eigenes Rufzeichen, deswegen habe ich das Bild hier mal rausgenommen. Also man kann technisch in allen Bandbreiten machen und das ist eben auch das Faszinierende an dem Hobby, dass man einfach diese wahnsinnige Bandbreite an Spielmitteln hat, wie man sich da entfalten kann. Da weiß man schon manchmal gar nicht, ob der Nachbar Funkamateur ist, außer dass man es vielleicht an der Antenne manchmal sieht. Dann gibt es halt so klassische Repeater-Operation, das heißt, dass ich im Prinzip mit dem Handfunkgerät irgendwo in der Stadt rumlaufe, hier am Olympic Tower oder Olympiaturm in München. Ist eben so eine Station oder hier bei mir in Nürnberg gibt es auch einen Repeater drauf. Das heißt, wenn wir uns im Nahgebiet so um die 50 Kilometer im Handfunkgerät bewegen, dann kann ich da im Nahfeld mit Leuten sprechen, weil das Signal dort oben einfach übertragen wird. Und wo wir jetzt eben anfangen ist, dass wir, was heißt anfangen, dann war natürlich die Idee relativ schnell geboren, dass man vielleicht solche Umsätze auch vernetzt über Internet. Aber eben langfristig jetzt auch über unsere eigene Infrastruktur mit ganz normaler Wi-Fi-Technologie. Und da sind wir gerade fleißig am Bauen, kommen wir noch mehr dazu. Früher gab es
Das ist das sogenannte Packet Radio Network. Da haben wir unser eigenes Protokoll tatsächlich geschrieben oder entwickelt. Wir haben eigene Modems gehabt, eigene Funkgeräte. Und so die Hochzeit von Packet Radio war es 1997 rum. Da hat man so 2000 Knoten so über Europafläche gesehen. Und wobei das System eigentlich nur für 600 ausgelegt war, war dann ist immer ein bisschen wild, sich von ganz oben bis ganz unten durch zu verbinden. Und wir hatten da wirklich langsame Geschwindigkeiten wie 1200 Baud oder 9K6 im Prinzip. Aber es ging wirklich, dass man sich da so kreuz und quer durch Europa verbinden konnte. Und das war schon immer sehr, sehr witzig. Meine ganzen TCP-IP-Kenntnisse habe ich tatsächlich noch über AX25 gelernt, weil man kann diese IP-Pakete einfach in das AX25-Paket reinstecken und dann laufen die in dieser 1200 Kilobit-Geschwindigkeit über den Monitor. Das ist natürlich Wahnsinn, aber man lernt halt einfach alles, weil man kriegt halt auch einfach alles mit. Man sieht, wie das SMTP funktioniert, man sieht, wie das ganze POP3 funktioniert und kriegt wirklich bis zu einem tiefen Layer einfach mal mit. Es ist im Prinzip ein Wireshark in langsam. Aber es war halt einfach cool, weil es damals auch nicht schneller ging. Und das Know-how, was ich da mitgenommen habe, das hilft mir auch heute noch sehr viel weiter. Das macht wirklich richtig Spaß, was man gelernt hat. Ja, ein bisschen weiter in der Vergangenheit gibt eben auch von Anfängen des Internets irgendwie Phil Kahn, K9Q, das ist einer, der eben auch hier so den IP-Stack irgendwie mit entworfen hat. Der ist dann auch in den Linux-Kernel mit eingezogen. Und auch ganz nett, wenn man so an die IP-Knappheit denkt, dass wir halt so ein /8-Netzwerk einfach noch haben und das auch immer mehr benutzen. So, jetzt zum eigentlichen Thema, Hemnet, was heißt das eigentlich? Das High-Speed Amateur Multimedia Network ist die Abkürzung. Und da drehen wir jetzt eben den Spieß rum. Früher haben wir jetzt IP in AX25 gesteckt, heute machen wir es andersrum. Heute stecken wir AX25 in IP und können aber noch ganz andere Dinge einfach übertragen. Das wissen wir ja selber, was man über IP alles machen kann. Aber wir wollen ja unsere alte Infrastruktur nicht wegschmeißen. Es gibt noch Packet Radio vereinzelt und das tunneln wir jetzt einfach über das IP-Netz drüber. Früher war eben sehr viel Eigenentwicklung, heutzutage kauft man Geräte, also Commercial Wireless Devices habe ich hier genannt, von Microtik, von anderen Firmen, wie auch immer. Und es wird im größten Teil hier im 6 cm Amateurfunkband betrieben, so von 5650 bis 5850 MHz. Dann haben wir noch andere Frequenzen wie ja, 13 cm, 19 cm, 6 cm, komme ich später noch dazu. Und da haben wir dann auch unsere Nutzerzugänge. Also Nutzerzugang ist zum Beispiel unterhalb von 2,4 GHz. Kann man ja netterweise auch einstellen bei den Geräten noch. Ja, von der Region her, wir arbeiten uns ran, dass wir langsam wieder die Größenordnung bekommen, wie wir es früher im Packet Radio hatten, dass wir eben den deutschsprachigen Bereich haben wir jetzt schon ganz gut erschlossen. Ein bisschen Richtung Ostdeutschland schaut es noch schlecht aus. Aber wir kommen schon langsam immer über die Grenze drüber. Also in Paris in der Gegend ist relativ viel los. Oben hier in den Niederlanden entwickelt sich das Netz immer weiter. Und auch hier unten Richtung Slowenien, Kroatien. Das ist eine ganz nette Entwicklung. Also die alle machen mit. Und das muss natürlich auch irgendwie koordiniert werden. Das erkläre ich dann gleich. Ja, ein Standard Setup kann man sich vielleicht so vorstellen. Halt, ich meine, da brauche ich nicht viel erzählen hier beim Publikum. Letztendlich ein Router mit ein paar PoE-Ausgängen und dann halt für längere Strecken was Größeres, für kleinere Strecken was Kleineres und für einen Nutzerzugang einfach so was Rundstrahlendes oder eben auch hier in Sektoren aufgeteilt. Das wollte ich einfach nur vollständigkeitshalber mal zeigen, wie im Eingangsbild sieht man das dann ja auch. Gut, dann habe ich schon gesagt, wir müssen uns ja irgendwie organisieren. Gibt also ein paar Prinzipien und wie man eben die IP-Allocations macht. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir im Prinzip immer diesen Experimentalcharakter vom Amateurfunk mit beachten. Und dadurch da sagen, es ist kein gemanagtes Netzwerk. Also schon gemanagt, aber in kleine Regionen aufgesplittet. Das heißt, es ist ähnlich wie bei RIPE, ja, dass man hergeht und sagt, verschiedene Länder bekommen halt einfach einen bestimmten Pool an IP-Adressen und anderen Ressourcen, die man einfach braucht. Das wird verwaltet. Und geht dann top-down einfach runter. Und für Deutschland, haben wir gerade schon vorgestellt, Eckbert, Thomas und ich, verwalten im Prinzip die IP-Adressen für Deutschland im Amateurfunknetz. Und das ist dann wiederum weiter runtergesplittet in die verschiedenen Regionen. Gibt es verschiedene Leute, die sich dann in den Regionen dann auch wieder ein bisschen drum kümmern. Genau, kriegen genügend Ressourcen, IP-Adressen, AS-Nummern. Und diese verschiedenen Regionen, da haben wir halt definiert, die müssen ja irgendwie miteinander sprechen können und die sprechen das eBGP-Protokoll. Miteinander. Was die intern machen, spielt keine Rolle. Das soll eben, wie gesagt, auch den Experimentalcharakter weiter fördern.
Ja, wir benutzen 16-Bit-AES-Adressen intern nach RFC 1930. Das sind eben die, die im Internet nicht genutzt werden. Auch deswegen, weil es damals keine 32-Bit-Adressen gab. Im Moment geht es auf Zuruf zwischen den Österreichern und Deutschland, machen wir so eine Liste und sagen, naja, in dem Land werden die und die AES-Nummern verwendet. Also das, wie gesagt, das Internet blockt, taucht nie im Internet auf. Und da kriegt man so eine Liste im Prinzip mit den entsprechenden AES-Nummern. Und jetzt hat 2013 gibt es jetzt auch einen 32-Bit Private AES-Block, der ist relativ groß und da haben wir uns jetzt international abgestimmt, dass wir den so verwenden will, dass man im Prinzip die 4.2 eben hat am Anfang, dann der dreistellige ITU-T-Code, also man kennt das von den Mobile Network Providern, die haben diesen dreistelligen MCC-Code und danach gibt es eben 5 Digits, die frei gewählt werden können pro Land. Und damit sollte eigentlich jeder zurechtkommen und damit ist es auch delegiert, weil sonst muss man ja dauernd so eine Liste pflegen, das ist nervig. Ich habe schon gesagt, dass es die einzelnen Regionen eben gibt. Die einzelnen Regionen, die können im Prinzip intern experimentieren, was ausprobieren. Man hat ein schönes Testbett. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier aus kommerziellen Gründen irgendwie was nicht funktionieren darf. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja, das ist also alles kein Problem. Dann kann man mal mit OSR spielen, mit Batman, mit Babel oder Babel, irgendwie ganz hip. Und da kann man ein paar Tests einfach machen. Und eben nach extern, zu den anderen Regionen, dann einfach eBGP. Oft ist Internal BGP benutzt, klar mit Vor- und Nachteilen von den einzelnen verschiedenen Wegen, wie man Internal BGP nutzen kann. Beim Full Mesh spricht ja jeder Router mit jedem Router, ist über eine Funkinfrastruktur, kann man zwar machen, aber es ist einfach sehr aufwendig zu handzuhaben. Dann mit dem Root-Reflektor kann man auch arbeiten, das macht man im ISP-Bereich sehr, sehr häufig, aber wenn der halt weg ist, dann ist auch wieder blöd. Und deswegen benutzen wir im Moment hier quasi innerhalb des privaten AES-Netzes nochmal einen privaten Bereich, um unsere 16-Bit-AES-BGP-Confederations zu fahren. Ist ganz nett, funktioniert auch soweit. Ja. Dann ganz kurz, wir haben so eine eigene Datenbank geschrieben, die nennt sich hemnetdb.net. Wer gerade Internet hat, der kann da mal hinsurfen. Da gibt es im Prinzip lauter Administratoren, die sich um die einzelnen verschiedenen Sites dann kümmern. Also draußen ist übrigens die Karte dann auch, die habe ich mal draußen hingestellt, kann man dann später mal diskutieren ein bisschen. Da gibt es die verschiedenen Leute, die sich da einen Zugang brauchen. Das kann ich gerne einrichten oder irgendjemand aus der Liste kann das einrichten. Und alle Änderungen, die in dieser Datenbank passieren, werden protokolliert mit dem Namen oder mit dem Login. Und es gibt eine History dazu. Das heißt, man arbeitet einfach auf Vertrauensbasis. Das ist relativ offen. Da braucht es keine wirklich kritischen Absicherungen, dass da irgendwas schiefgehen könnte. Pendelt sich sozusagen ein. So, was brauche ich, wenn ich eine neue Site anlege? Dann nehme ich das Rufzeichen von dieser Station. Also automatische Stationen haben ein bisschen andere Rufzeichen als wir. Da gibt es einen Namen, den man eintragt, die Koordinaten und die Höhe über Grund. Und das ist eben deswegen wichtig, weil wir hier relativ leicht dann gucken können, ob quasi in der Nähe, ja, da gibt es dann eine Liste, eine Tabelle unten drunter in dieser Datenbank, also das ist alles öffentlich. Da kann man einfach mal schauen, wie weit sind die nächsten Leute weg. Und dann klicke ich da einfach mal auf einen Linkpartner, drücke auf Profile und kriege dann sofort den Geländeschnitt für 5 GHz her. Und ja, man sieht dann, dass der Link wohl funktionieren wird, auch wenn er irgendwie 40 Kilometer ist. Das sollte kein Problem sein, Line of Sight. Das wird wohl funktionieren. Über Link Budget will ich jetzt nicht so viel reden. Das können wir, glaube ich, schon. Es gibt ein paar Webseiten, die sich eben darum kümmern, dass man einfach weiß, wie viel Margin dann man noch hat und wie stabil dann irgendwie so eine Verbindung läuft. Also zu den, kommt später noch, er kommt hier gerade noch, gut. Ja, zu den Entfernungen, also wir haben teilweise Linkstrecken über 150 Kilometer. Das ist halt, je nach Topografie ist es dann einfach möglich, wenn man von Berg zu Berg dann einfach funkt. Gut, was hier an der Slide relativ wichtig ist, sind diese 20 Megahertz. Wenn ich die 20 Megahertz hier auf 10 Megahertz runtergehe, dann habe ich 3 dB mehr Gewinn über die Gesamtstrecke. Und wenn ich dann nochmal runtergehe auf 5 Megahertz Bandbreite, dann habe ich nochmal 6 dB mehr gewonnen. Das heißt, wenn irgendwie der Link mal knapp ist, das macht man im ISP-Bereich jetzt wahrscheinlich weniger, weil man sagt, das Ding muss einfach sauber funktionieren. Aber bei uns, sagen wir mal, ja, wenn es halt ausfällt, dann fällt es halt aus. Und wenn es so ein Wackellink ist, dann kann man halt da hier nochmal 6 dB rausholen und das kommt jetzt auch nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit an. Also unser Netzwerk ist eher dafür ausgelegt, dass wir Konnektivität im ersten Schritt haben.
Im zweiten Schritt gehen wir dann weiter und sagen, wir wollen jetzt auch Geschwindigkeit haben. Aber wichtig ist erstmal, dass man die Abdeckung über Europa, die Welt, ich weiß es noch nicht, wo es hingehen wird, erreichen. Und mal schauen, wie weit wir da kommen. Aber wie gesagt, wichtig ist erstmal Konnektivität. So, wie läuft das ab? Bevor wir im Prinzip unsere Sachen aufbauen können, müssen wir erstmal bei der Bundesnetzagentur hier ein Rufzeichen beantragen. Das ist einmalig. Das heißt, man muss es nicht für jede Linkstrecke machen, sondern man hat dann eben eine sogenannte Site oder einen Standort, wo man dann mit einem bestimmten Rufzeichen, zum Beispiel DB0XYZ, und von dort aus kann ich dann meine Linkstrecken letztendlich bauen. Und da frage ich die BNetzA, Bundesnetzagentur, nach bestimmten Frequenzen, eben zu einer anderen Station, DB0ABC zum Beispiel, und darf leider nach Gesetz nur 10 MHz Bandbreite machen. Das heißt, auch wenn ich 20 MHz machen wollen würde, darf ich es im Moment gar nicht. Also ich darf 5 und 10 MHz machen. Und dann bekommen wir so nach 4 bis 5 Monaten den Bescheid, okay, ihr dürft dort funken oder ihr dürft nicht dort funken. Das ist das Summary. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns ausweisen, wer wir sind auf der Frequenz. Das kann man jetzt hier über die ISSID machen. Wobei man da ein bisschen das Problem hat, naja, es ist halt die ISSID, da hat man bei dem Point-to-Point-Link noch Chancen, da kann man ja per Konvention sagen, immer das erste Rufzeichen ist immer das DB0ABC, das zweite Rufzeichen ist eben der M-Station-Mode, ist eben DB0XYZ in dem Fall. Bei einem Point-to-Multipoint-Link wird das nicht mehr funktionieren, da hat man dann einfach zu viele Rufzeichen in dieser Kette drin und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wer sendet. Das ist das Problem. Da haben wir uns ein paar Bitshifting-Sachen einfallen lassen, ein bisschen abgedreht, dass man einfach die MAC-Adresse kann man ja auch administrieren, in den Administrative-Mode gehen und haben dann in der MAC-Adresse unser Rufzeichen reinkodiert. Also man kann solche Späßchen machen, man kann das auch setzen, auch bei Microtik. Aber wir machen es viel einfacher, weil die Geräte sprechen ja alle das Cisco Discovery Protocol oder eben Neighbor Discovery Protocols. Dann sieht man im Prinzip hier die Nachbarn dann direkt. Und die Aussendung passiert ja einmal in der Minute. Unter Age in der Tabelle sieht man ja immer, seit wann die letzte Aussendung war. Ja, dann nochmal zu den Regionen. Also einzelne Regionen haben im Prinzip einen eindeutigen Namen. Wir weisen denen gerade im Moment ein /23 zu. Also als Region meine ich zum Beispiel Franken oder Südbayern oder sowas oder ja, von der Größe her. Und die bekommen halt einen bestimmten IP-Pool von uns und /22 für die einzelnen Stationen und /23 für die Vernetzung zwischendrin. Das schaut dann in der Datenbank, wird es entsprechend sichtbar, wird alles abgelegt. Ich klicke da mal ein bisschen schneller drüber. Und da haben wir so ein paar Best-Practice-Verfahren zusammengeschrieben, ja, wie man damit umgehen soll, dass man einfach einen einzelnen Router an einem Standort hat, also nicht mehrere. Sonst wird es einfach zu kompliziert. Man muss auch daran denken, dass die Leute jetzt nicht die IT-Experten sind. Ja, das sind da gilt immer dieses Stichwort KISS, keep it simple, stupid. Es soll einfach nur funktionieren und möglichst einfach sein. Je komplizierter das Ganze wird, desto schwieriger wird das Ganze dann da wirklich umzusetzen. Ja, das sind so ein paar Regeln, die wir halt sag ich mal, aufgestellt haben, die man beherzigen könnte. Zur Dokumentation gibt es eben unsere Plattform, unsere hemnetdb.net und da gibt es verschiedene Tabellen und gibt dann einfach, wenn ich auf einen bestimmten Standort draufklicke, wird dann automatisch sowas generiert, wie zum Beispiel, wer spricht, also zu wem spreche ich noch, was sind meine Linkpartner, welche IP-Ressourcen nutze ich dazu, kann ich eben im Prinzip alles eintragen, beziehungsweise wird alles automatisch generiert. Welche Hosts dazu gehören, zu welchem Subnetz das Ding gehört und so weiter. Also es ist alles, wie gesagt, automatisch. Es gibt ein bisschen Dokumentation über die Standorte, kann man machen. Also da ist, man sieht sehr viel Herzblut drin, ist ja auch nicht so getrieben vom kommerziellen Aspekt. Hier ist so ein User-Setup, der sagt einem einfach seinen DSL-Router, sagt da einfach die Route 44-8, das ist ja eigentlich Funk. Das soll ja gar nicht zu meinem DSL raus, der sagt halt, das soll das 44/8, die Route, die soll halt rauf zu dem Gerät, was bei mir auf dem Dach montiert ist und dann zum nächsten Einstiegspunkt spricht. So ist die Anleitung für den Nutzer. Ja, warum machen wir das Ganze? Das ist eine gute Frage. Bei einem Hobby, sage ich mal, ist immer die Frage, warum macht man irgendwas eigentlich nicht relevant, weil
Warum ist man, weiß ich nicht, beim Hasenzüchten? Ja, das kann man keinen so richtig beantworten. Das heißt, wir machen das aus Spaß. Aber ein Ziel haben wir schon, dass wir eben so ein Intranet für Funkamateure bauen. Und da gilt eben die Prämisse, dass alle Pakete, die mit 44 Punkt anfangen, gehören irgendwie in irgendeiner Weise zu einem Funkamateur. Und die haben aber auch bestimmte Rechte. Ja, also weltweit, haben wir ja schon gesagt, das ist eine geschlossene Benutzergruppe, wird ein Intranet letztendlich draus. Und dann kann ich auch so Dinge machen wie Zugriffsaccess regeln. Das heißt, wenn einer mit einem 44er-Paket kommt und auf meinen Dienst zugreift, dann kann ich dem zu einem Remote-Transceiver, also dass er dann auf Kurzwelle funken kann, bei mir zu Hause freischalten. Das könnte ich jetzt nicht so ohne weiteres im Internet machen, weil könnte ja sonst jemand sich da dann auf unseren Frequenzen dann vergnügen. Also das ist ein ganz netter Aspekt. Wir wollen natürlich End-zu-End-Kommunikation betreiben. Hat man ja auch mit IPv6 eigentlich vorgehabt, dass man dann jedes Endgerät mit direkt adressieren kann. Und Firewall braucht man nicht mehr, beziehungsweise Firewall braucht man schon. Aber NAT, nein, um Gottes Willen, jetzt kommen schon die ersten IPv6-NAT-Lösungen raus. Naja, NAT is evil, das ist unser Motto. Das heißt, wir wollen wirklich die Endgeräte, danke, wir wollen wirklich alle Endgeräte möglichst direkt adressieren können und direkt sprechen können. Wir wollen mit dem Telefon, was bei uns im lokalen LAN ist, wollen wir dann einfach über unsere eigene Infrastruktur dann direkt ein anderes Telefon anrufen können und bleiben nicht irgendwie bei irgendeinem NAT-Router hängen. Das ist zumindest die Maßgabe. Dann falle ich eben auch nicht auf diesen Fallstrick mit dem Port-Forwarding. Und was ist eben hier so man muss auch sagen, dass diese verschiedenen Standorte von den autonomen Stationen, die sitzen halt auch häufig an Universitäten, öffentlichen Gebäuden, wie auch immer. Und an Universitäten ist halt in den letzten Jahren verstärkt festzustellen, dass die sich immer mehr für die DPI-Firewalls interessieren und dann ihr zentrales Management der Netzwerke machen und dann im Prinzip kann man schon nicht mehr von Internet sprechen, was man an der Uni bekommt. Das ist traurig, ist aber so. Und wenn man aber sein Intranet dann hat, beziehungsweise irgendwie sich reintunnelt und dann in seine eigene Umgebung hat, dann ist es zwar gegen die Uni-Policy sozusagen, aber wenn man in seinem abgeschirmten Bereich ist, dann hat man eben diese Probleme dann auch nicht. Deswegen das Intranet. Ja, früher hat man sowas auch schon mal, wie gesagt, Packet-Radio-Netzwerk, ganz langsame Verbindungen, aber nachdem man so ein Netz hatte, haben sich dann auch die Anwendungen entwickelt. Sowas wie BBS, Mailbox oder auch Chat-Systeme. Ja, da hat man sich dann unterhalten, das war relativ nett. Und was wir jetzt heute einfach machen, sagen, okay, jetzt transportieren wir nicht nur das Packet-Radio-Netz, sondern über TCP-IP können wir ja alles Mögliche transportieren, wie digitales Amateurfunkfernsehen, Voice-of-IP-Lösungen von Repeatern, APS, das ist ein Positionsmechanismus, gibt es eben alles, ist sehr nett. Und was jetzt ganz spannend ist, ist eigentlich, dass wir im Amateurfunk ja auch sozusagen einen politischen Auftrag haben, und zwar sind wir Notfunkspezialisten, das heißt, wenn irgendwelchen Katastrophenfällen, also in den USA wird das extrem gelebt, deswegen haben die auch wahrscheinlich ja, mehr Thunderstorms, sind mehr Mitglieder oder mehr Interessierte, ich weiß es nicht. Jedenfalls da ist das Thema sehr viel, viel größer aufgehangen. Bei uns gibt es scheinbar einfach zu wenig Katastrophen, Gott sei Dank. Jedenfalls ist ein Ziel, dass man wirklich eine unabhängige Infrastruktur aufbaut, dass im Katastrophenfall dann noch wichtige Kommunikation stattfinden kann. Und da gibt es auch gute Kooperationen mit den verschiedenen Ländern und dann gibt es eben auch, also Bundesländern, da gab es glaube ich auch hier in Hannover in dem Distrikt eine vorbildliche Aktion und darüber kann dann auch letztendlich so ein bisschen die Finanzierung von der ganzen Sachen laufen. Also es muss nicht alles über den Club laufen, Club hat natürlich seine eigenen Mittel, aber man muss sich auch ein bisschen darum kümmern, das ist zwar Hobby, dann investiert man dann sicherlich auch selber was, aber wenn das natürlich aus öffentlicher Hand kommt, dann ist das natürlich auch interessant. Ja, oder zum Beispiel, was auch sehr, sehr gern gemacht wird, ist, dass man einfach so, ist ja offene Sprache, ich kann ja die offene Sprache auch veröffentlichen und da sehe ich auch Webcams an verschiedenen Standorten mit schönen Ausblick oder sowas, die kann man halt über das Hemnet transportieren. Und wenn das Ganze non-commercial ist, dann kann ich das auch ins Internet stellen, das ist ganz nett. Zu den Anwendungen kommen wir dann gleich. Noch eine andere Motivation ist einfach lernen und experimentieren, ganz klar, Amateurfunk, das ist einfach sich mit Technik beschäftigen. Und das Schöne ist daran, dass man sich eben mal auch mit Technik beschäftigt, das ist wahrscheinlich hier nicht so spannend, aber als Endkunde hat man keine Ahnung, wie das Internet funktioniert und was da eigentlich dahinter steckt.
Und jetzt kann ich endlich mal selber Hand anlegen und dort mal mit den Protokollen wie BGP arbeiten, selber experimentieren und Dinge wirklich durchführen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, das Netz, weil man einfach sich wirklich mit den einzelnen Themen im Internet beschäftigen kann und nicht außen vor ist. Und letztendlich hat man eine große Testplattform. Also wenn da, wie gesagt, mal was nicht funktioniert, dann ist das nicht so tragisch wie beim ISP. Da kann man mal ein paar Sachen machen. Ja, und noch, dass man seinen eigenen Backbone eben baut, hier, wie man Wellenausbreitung im Gigahertz-Bereich, gut, das ist jetzt optisch und nicht optische Sicht, ist da relativ 0 und 1, ne? Also entweder man hat Sicht und es geht, oder es geht halt nicht, meistens jedenfalls. Und wie man das Ganze halt integriert. So, ein paar Beispiele. Das ist jetzt auch hier so in der Osnabrücker Gegend. Das sind also diese einzelnen Rufzeichen, von denen ich gesprochen habe. DESTA ist so ein digitaler Modus. Das sind so ein paar vernetzt von DB0 DHM, OBK, OSN nach DOS. Alles über Funklinkstrecken, also über WLAN-Strecken letztendlich. Dann FM-Repeater, das ist einfach ganz normale Sprache. Ja, und da haben die eine ganz schöne Gruppe zusammengebaut. Auch in Südtirol gibt es auch ein schönes Projekt mit Asterisk, basierend auf Asterisk. Das ist übrigens auch ein Funkamateur, der da damals angefangen hat. In Kalifornien, glaube ich, sitzt der. Von dem kam das alles. Und der hat im Prinzip eine App gebaut, app_rpg. Da kann man im Prinzip so Repeater-Module mit anbinden und das, dann so ein vernetztes System bauen. Das ist auch sehr schön geworden. Dann gibt es ATV, also früher klassisch, dass man eben analog FM hier über den Fernsehturm oder so sein Signal hingesendet hat, mit solchen Antennen, die da auch drauf sind. Sein eigenes Bild und Sprache, das kann man jetzt eben auch, ja, wie im Internet üblich, halt auch TCP-IP-basiert lösen. Da ist auch so ein Übergang gerade von der Analogwelt zur Digitalwelt. Ja, na gut, nachdem es Facebook gibt, also HAM heißt, ist die Abkürzung für Amateurfunk, oder HAM Radio ist Amateurfunk, und deswegen haben wir nicht nur, haben wir eben auch einen Facebook-Klon, der sich dann Hamburg nennt, da kann man sich dann vorstellen, und nachdem wir in unserer abgeschlossenen Umgebung sind, in unserem Intranet, kann man da auch auf Facebook sozusagen verzichten und sich nur unter den Funkamateuren als Nutzer outen. Ja, dann haben wir so vernetzte Web-Search-Engines. Das Thema ist noch ein bisschen ausbaufähig. Web-SDRs, weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe hier so ein SDR gerade umhängen. Oh, er blinkt schon, ist wohl leer. Das ist mal vom Chaos Communication Camp letztes Jahr in der Berliner Gegend kam das her. Das Ding ist so wie ein Hacker-F, vielleicht schon der eine oder andere mal gehört. Und da kann man eben über USB dann im Prinzip dann ein ganzes Frequenzblock sich in den Rechner laden und den dann auswerten. Also im Prinzip das, was die Wireless-Chips letztendlich machen, dann auch mal wirklich nochmal händisch selber, Software-Defined Radio, wie gesagt. Und ja, da kann ich dann das Spektrum anschauen. Das heißt, was wir hier sehen, ist jetzt ein Spektrum, das hat eine Breite von, im Moment ist es gezoomt, 200 Kilohertz. Und dann kann man im Prinzip sehen, wo ist gerade Funkbetrieb auf welchen Frequenzen. Und dann auch hier gleich anklicken und bekommt dann hier das Ganze demoduliert über TCP-IP dann wieder zurück. Also das ist eine extrem interessante Anwendung. Geht ja alles in die SDR-Richtung aktuell. Dann vorhin habe ich schon die Webcams erwähnt. Da gibt es auch immer ein ganz gutes Kooperationsmodell, dass man einfach mal guckt, ja, liebe, so oben auf dem Berg sind ja häufig mal Gaststätten, die sind dann immer interessiert, dass sie irgendwie ein Bild haben im Internet. Und man sieht es jetzt mal hier in der Nacht am Kronplatz in Österreich, ne? Dann hier die Wolkendecken unten drunter mit so einer Spiegelreflexkamera selber eingebaut hier drinnen. Also das, wer den Link kennt, foto-webcam.eu, das sind fantastische Bilder, das ist der Wahnsinn. Jetzt komme ich mal ein bisschen zu den Herausforderungen, die wir noch so haben. Also wir wollen natürlich unsere Frequenzressourcen, die wir zur Verfügung haben, natürlich auch nutzen. 9 cm oder 3,4 GHz können wir nutzen, aber macht im Prinzip keiner, weil die Gerätschaften, die man jetzt einfach kommerziell kaufen kann, deutlich teurer sind. Also dort, wo es nicht geht, weil auf 5 GHz irgendwie das gerade nicht geht oder weil da irgendwie ein anderer Betrieb stattfindet, wie zum Beispiel Amateurfunkfernsehen, da wird sowas dann schon mal verwendet. 10 GHz haben wir auch noch im Band, da habe ich jetzt auch noch nichts entdeckt von Microtik. Letztens war ich
auch auf der MAM in Ljubljana in Slowenien, da gab es einen netten Umsetzer. Das war hier, hier sieht man so ein Microtik Board an dem Transverter, nennt man das. Der setzt im Prinzip dann 5 GHz auf das 24 GHz Band um. Und da haben wir sogar noch ein Band, wo wir primär exklusiv sind. Das heißt, da können wir auch ohne anderen Frequenznutzern aktiv werden. Das ist natürlich sehr interessant, aber auch super teuer. Ja, wir können auch hören. Wir haben Bänder mit 47 GHz, 76, 134, 248 GHz, aber dann wird es halt irgendwann auch langsam technisch nicht mehr ganz handelbar. Interessant ist vielleicht noch Laser. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich schon mal mit Laser und Optiklinks beschäftigt hat. Ah, wunderbar. Also ich bin natürlich jetzt auch hier bei dem Publikum sehr interessiert daran, wie wir uns im Amateurfunkbereich hier weiterentwickeln können und wie man das auch kostengünstig machen kann. Weil sowas wie Downtime ist bei uns nicht so schlimm. Wenn mal der Laser aufgrund Wolken oder so nicht funktioniert oder wenn es gerade diesig ist, ja mein Gott, dann geht's halt nicht. Ja. Aber wenn es halt geht, dann geht's und dann macht's Spaß. Dann haben wir hier noch so ein, ja, das habe ich letztens mal einem Studenten gegeben an der Hochschule in Augsburg. Da soll sich mal damit ein bisschen beschäftigen, wie man im Prinzip einen Pfad, also man kann ja mit dem N-Stream Dual Mode bei Microtik, kann man ja eine Karte zum Senden bringen und eine zum Empfangen. Und dann tun wir halt einfach mal aus, ja, macht seine Bachelorarbeit damit, dass er eben einen Zweig mal hochmischt auf 10 GHz und dann auf der anderen Seite wieder runtermischt. Und wenn das alles gut funktioniert und einigermaßen günstig ist, dann kann man es ja auch beidseitig machen. Und dann baut man sich so einen Transverter halt selbst. Geht schon auch. Aber es ist halt, die technische Welt wird halt immer komplexer und immer anstrengender. Und man muss sich halt auf Teilgebiete irgendwie begrenzen, sonst kommt man da einfach gar nicht mehr hinterher, in der Freizeit sowas entwickeln zu können. Ja, Spurious Emissions, also Nebenaussendungen, was man halt so sieht, wenn man einfach mal mit dem Tute reinschaut, ist, dass man halt, wenn man hier so bei 5 MHz Bandbreite so seine eigenen Signale dann ein bisschen daneben wieder sieht. Das kennt der ein oder andere sicherlich auch. Was kann man machen? Man kann filtern. Also ich habe hier so 3 Metal und 3 Filter daneben. Daneben ist dann eingetragen die Filterkurve. Span von 200 MHz, ein Block sind dann hier so 20 MHz, das heißt Bandbreite von dem Filter wird so ungefähr 25 bis 30 MHz sein, muss man halt abstimmen und dann hat man seine Ruhe. Das stört man keinen anderen oder wird auch nicht gestört. Das ist eigentlich eine ganz schicke Installation. Und was ich extrem empfehlen kann, wer sich hier ein bisschen HF-Technik mäßig interessiert, das ist ja eigentlich auch unsere Expertise, muss man ja mal sagen, Funkamateure funken und das ist unser Kerngebiet. Da habe ich wirklich einen sehr guten Vortrag gesehen von Ron Toe an der MAM in Prag letztes Jahr. Den einfach mal anklicken, da hat er so ein bisschen erklärt, wie so diese Linearitäten eine Rolle spielen, was passiert, wenn ich den Amplifier von meinem Microtik-Gerät überfahre, wie das Signal danach ausschaut, dass man das eigentlich so gar nicht machen sollte, weil sonst steht irgendwann tatsächlich die Bundesnetzagentur vor der Haustür. Hat denn jemand Erfahrungen mit der Bundesnetzagentur bezüglich Störungen? Würde mich auch interessieren. Kam schon mal jemand? Hat jemand mal nachgemessen? Ah, ja, bitte. Aha. Ja. Okay, ja. Klar, weil Indoor-Bereich ist eben nicht für 2 Hallen. Aha. Verstehe. Aber meistens gibt es einen Grund. Also die Bundesnetzagentur ist heute nur noch dann unterwegs, natürlich aus Geldmangel, wenn es wirklich Probleme gibt. Das heißt, wenn sich, also manchmal wird man einfach nur verpfiffen, ja, wenn einer den anderen nicht mag, das ist das eine. Aber dass es wirklich mal technische Probleme gibt, kommt manchmal vor, kommt nicht so vor. Also bei uns ist es so, dass wir natürlich die guten Standorte teilen mit anderen Leuten, die da mit drauf sind, wie zum Beispiel Polizei oder BOS-Anwendungen. Wenn die natürlich gestört werden, das ist schon ein Problem und da kommen wir eigentlich auch schon auf die nächste Seite, weil da geht es nämlich tatsächlich um das Thema EMC, Electromagnetic Compatibility. Das wird ein immer größeres Thema. Die Dinger strahlen einfach und wenn wir im Prinzip mit anderen Nutzern, die am gleichen Standort im Prinzip da die Frequenzen irgendwie tot machen, weil irgendwie das Microtik Board doch mal wieder zu viel auf, was weiß ich, im 4 Meter BOS-Band unterwegs ist,
manchmal hat man Glück, dass die Leute das gar nicht merken. Da geht halt das Relais von das BOS-Relais schlechter. Aber manchmal kommt es auch vor, dass man das dann wirklich stört und da muss man was tun. Und wie kann man was tun? Beziehungsweise, also selber stören wir uns auch teilweise, das haben wir auch häufiger gesehen, dass manchmal unsere eigenen Relaisfunkstellen, die wir eben am gleichen Standort eben auch haben, auf 144 MHz oder 145 MHz zum Beispiel haben, da sieht man dann einfach die Abstrahlungen von den Mycotic Boards. Das will man da nicht haben. Und Plastik hilft halt nicht so viel, wenn man das abschirmen will. Und ja, also viel kommt übers Kabel raus, haben wir gesehen. Ferritgänge helfen da ab und zu mal. Aber wenn man jetzt so ein QRT5 da unten rechts mal anschaut, ist halt wie gesagt Plastik. Ich habe gesehen, es gibt da so ein Produkt, was man so draufhängen kann. Ist, glaube ich, eher dafür gedacht, dass man Interlinks untereinander ein bisschen entkoppelt bekommt. Aber EMC-technisch, glaube ich, bringt es nicht allzu viel. Wir hatten mit EMC oder EMC, EMV-Problemen schon zu kämpfen gehabt. Alles super. Gut. Ein ganz großer Punkt ist, was ich vorhin gesagt habe, ist ja, dass die Linkstrecken letztendlich Line of Sight sind. Und die Nutzer, die halt zu Hause sind, die da mitspielen wollen, die haben halt nun mal nicht die Sicht zum Fernmeldeturm. Okay, ich bin gleich fertig. Und wie gesagt, Konnektivität ist sehr viel mehr wichtiger als die Geschwindigkeit. Die Bandbreite ist auch nett, wenn man die Geschwindigkeit reduziert, letztendlich braucht man weniger Bandbreite. Wenn man weniger Bandbreite hat, hat man automatisch weniger Rauschen, was man sich einfängt. Und dadurch hat man ein besseres S2N und kann auch längere Entfernungen einfach überbrücken. Deswegen ist unsere Wishlist so für 70 cm Band, also 430 bis 440 MHz, da haben wir Frequenzen. Da ist das Band schon relativ voll, das muss man auch so sehen. Deswegen habe ich hier so ein Fett 200 kHz, wenn man da irgendwas machen kann. Wir wären da super interessiert, dass wir da irgendwelche kommerziellen Lösungen haben. Dann haben wir noch ein 23 cm Band von 1240 MHz bis 1300 MHz. Da habe ich schon Karten gesehen von Doodle Labs aus den USA, die man sich bestellen lassen kann und dann mit reduzierter Bandbreite nutzen kann. Aber da ist es auch schon wieder so, dass die Frequenz relativ hoch ist und man schon fast Line of Sight braucht. Ja, also das ist ein Problem. Dann haben wir selber ein bisschen experimentiert. Gibt es von ICOM gibt's so Funkgeräte, die auf 23 cm auch ein bisschen was machen. SDR ist in aller Munde, das ist das, worauf im Prinzip wir uns alle stürzen zurzeit. Und da muss man blöderweise den ganzen Stack dann auch so weit entwickeln, dass man das Multi-User-fähig in den SDR reinhackt und das dann auch alles selber kann, was man mit so einem WLAN-Chip eben machen kann. Das muss man alles dann in Software abbilden, ist auch nicht so einfach. Große Hoffnung ist eben das Internet of Things. Da kommt ja noch eine ganze Menge auf uns zu. Routing-Protokoll, wenn ich jetzt schaue, dass ich zeitmäßig nicht mehr so unterwegs bin. Also wir haben im Prinzip das Problem, dass wir eben nicht zentral gesteuert sind, ein zentral gemanagtes Netzwerk sind, sondern eigentlich ist bei uns jeder einzelne Standort individuell. Das heißt, auch wenn ich eine Gruppe habe, die sich um mehrere Standorte kümmert, die können sich manchmal nur vernetzen über den Berg, über Österreich. Und damit hängen die nicht mehr zusammen und wir wollen da auch nicht ein VPN drüber ziehen, sondern die wollen... Also im Prinzip muss man jeden Standort selber betrachten und nachdem jetzt hier so viele Routing-Experten da sind, kann ich mich gerne mal im Nachgang unterhalten, wie könnte man so ein Netz möglichst aufbauen, weil wir haben einfach Probleme, dass auch die so Link-Qualitäten und so weiter, bei dem BGP-Routing wird es halt einfach nicht mit beachtet. Ja, also wie kann man sowas am besten implementieren, um eben auch sowas wie Flapping-Routes dann irgendwie also wenn man so ein Flapping hat, dass das dann eben auch mit beachtet wird im Routing-Protokoll. Und ganz unten nochmal, keep it simple, stupid eben. Das ist so das Requirement. Ja, jetzt habe ich noch zwei Slides. Mit Distributoren kann man einfach mal sprechen, einfach also von unserer Seite her, wie kann man kooperieren. Wir werden jetzt einen größeren fünfstelligen Betrag ausgeben, um unsere Infrastruktur da ein bisschen zu erneuern. Und es gibt ja viele Challenges, die ich schon angesprochen habe, wenn da jemand was machen will. Und wir zahlen dafür auch was, so ist es nicht. Mycotic hat vielleicht die Möglichkeit, dass es neue Dinge wie Routing-Protokolle oder sowas einfach mal im Live-Betrieb wirklich testen kann, über uns, wenn sie es wollen. Und dann habe ich letztens noch beim Wireless Internet Service Provider, wird ja viel Kabel verlegt und der hat halt sein Geschäftsmodell hat halt nicht mehr getragen oder wollte es nicht mehr. Und da haben wir im Prinzip sein altes Netz übernommen. Und die Idee war eigentlich viel besser, dass wir einfach die Standorte haben, weil die Standorte sind viel wichtiger. Das Equipment ist halt schon älter gewesen, das werden wir halt austauschen, aber die Standorte waren einfach das,
was interessant war. Und er hat sich halt die Rückbauverpflichtungen dadurch erspart. Also das sind auch so Kooperationen, die man dadurch eingehen kann. Das ist jetzt die letzte Slide, mehr oder weniger. Unser aktuelles Problem ist ja mit diesem Firmware-Lockdown. FCC, ETSI, gibt es eine neue Regelung, dass, deswegen gibt es jetzt diese US-Version, International-Version auf der Webseite von routerbau.com, sieht man das immer ganz gut. Aber wir sind halt nun mal außerhalb der Frequenzen. Teilweise. Teilweise sind wir mit im gleichen Spektrum wie WLAN, teilweise sind wir außerhalb. Und wenn wir eben Frequenzen wie 2392, 2397 einstellen wollen künftig, dann brauchen wir die International-Version. Wir hoffen, dass das eben frei bleibt. Oder dass es irgendwelche Lösungen gibt, dass die autorisierten Personengruppen tatsächlich die verschiedenen Frequenzen dann freischalten können über Microtic Licensing-Modell zum Beispiel oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Und was uns noch aufgefallen ist, dass die neueren Geräte mit 802.11ac-Chipsets keine 5 oder 10 MHz supporten. Das haben wir aber schon versucht hier einzuspeisen, dass uns das sehr, sehr wichtig ist. Erstens, weil die Reichweite länger ist und die Chipsets-Hersteller müssen halt informiert sein. Das, also nach Informationen Microtic Jubiläa war es eben so, dass die Chipsets-Hersteller informiert seien, aber das dauert eine Weile, bis das dann dort angekommen ist und wir hoffentlich neue Chipsets sehen, wo wir die 5 und 10 MHz wieder einstellen können. Sonst sitzen wir auf dem Trockenen und müssen nur noch Altgeräte irgendwann mal irgendwo herbekommen. Noch kurz ein paar Impressionen. So schaut es aus, wenn man dann auf 3000 Meter rumklettert, über den Wolken links und Antennen installiert oder hier rechts am Observatorium in Sonnenblick in Österreich, auch auf 3100 Meter, hier rechts die Antenne, auch mit ein bisschen Schneeschutz drüber. Ja, das ist alles selbst gebaut. Ne? Gut, das war's von meiner Seite. Gibt's Fragen? Oder lassen wir es erstmal klatschen? Ja, danke schön. Also draußen habe ich die Karte noch, da werde ich mich dann auch hinstellen, da kann man ein bisschen diskutieren. Wer sonst jetzt noch direkte Fragen hat, gerne jetzt. Ansonsten, ja, bitte. Ja. Ja. Genau. Korrekt. Das haben wir damals gemacht. Wir haben damals Netzwerkkarten genommen, haben den Quarz ausgetauscht, damit die Bandbreite reduziert. Also von 10 MHz 10 Megabit Netzwerkkarten genommen, den Quarz da drin ausgetauscht, den dann auf 10 GHz rauf und dann haben wir Strecken mit 160 Kilometer Entfernung mit 3,3 Megabit gefahren zwischen den Fernmeldeterminen. Also das, man kann bauen, ja. Aber ja, Gott, die 10 GHz Sender sind halt teuer, die kriegst du nicht günstig. 10 GHz Sender kriegst du bei DB6 NT, die kosten einfach. Das wäre eben genau die Frage, was geht denn so mit Laser? Wer hat da wirklich Erfahrungen, dass... Ja, wir sprechen. Super, danke. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für euer Dasein oder ihr Dasein. Wie gesagt, im Amateurfunkkreis alles per Du. Und gerne später an der Karte.